EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker macht sich auf dem Podium des Europäischen Ausschusses der Regionen über Großbritanniens Theresa May lustig. Kurz nachdem Juncker die Bühne betritt, deutet er einen Tanz an, womit er offensichtlich eine Einlage der britischen Regierungschefin in der vergangenen Woche imitiert. Der Hintergrund: May geht bei ihrer Grundsatzrede auf dem Parteitag der konservativen Partei zum Lied Dancing Queen von ABBA tanzend auf die Bühne. Was hinter Junkers Tanzeinlage noch stecken könnte. Juncker, der sich bereits öfters über Europas Spitzenpolitiker lustig machte, spielt mit seiner an May erinnerte Tanzeinlage womöglich auch auf ihre Schwierigkeiten bei den Brexit-Verhandlungen an. Schon zuvor hatte Junkers EU-Kollege Donald Tusk über May verspottet. Der Präsident des Europäischen Rates veröffentlichte ein Foto von sich und May neben einem Kuchenstand. In der Bildunterschrift stand: Vielleicht ein Stück Kuchen? Sorry, keine Kirschen. Damit verweist Tusk auf den seit langem von Brüssel erhobenen Vorwurf, dass London versuche, sich die Sahnestücke einer EU-Mitgliedschaft von dem Brexit herauszupicken. Auf Englisch Cherry Picking. Keine Frage, der Druck auf May und die Angst vor einem harten Brexit steigen von Tag zu Tag.